Warum eigentlich nicht? Erreiche die Villa. Ja, bin hier unterwegs. Da ist er. Ist Schluss mit dem Morden, du Hund. Zu. Rück. Zurück. Oder sterb. Zurück? Was glaubst du, wer wir sind? Wir sind Prätorianer. Ja, diese blöden Säulen. So, warte. Voll brutal. Aber finde ich gut, dass es, wenn die Umgebung anders ist, andere Hinrichtungen gibt. Also du, auf dem Platz! Los, Männer! Auf. Oh, du bist Captain. Ich auch! Und ich gehe gerade mit den, ertrinken. Also, ertrinken ist übertrieben. Geht doch mal wieder aufeinander. Ich hab eigentlich gerade E gedrückt, aber gut. Ist dann mal Schluss hier. Ist dann mal Schluss hier. Okay, interessant. Entschuldigung. Welche, also jetzt haben wir schon eine Stunde ...59! Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Genau. Also wir haben ja schon eine Stunde gespielt, aber genau. Ich würde die Villa noch erreichen wollen und dann mach mal Schluss. Genau. Ja. Schade, dass die unrealistisch. Man bricht doch nicht die ganze Straße um, nur weil jemand an die Wand kritzelt. Graffitis dieser Art waren damals doch normal. Es kommt wirklich auf den Herrscher drauf an. Also Nero hat es auf jeden Fall nicht gemacht. Aber ein paar idiotische Herrscher haben das schon gemacht. Also, so Kollektivstrafen waren leider nicht ganz unrealistisch. Leider, leider. Wer wird uns helfen? Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen, welches Essen? Ich muss darum betteln.
Hast du dich verirrt? Nein. Ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie alles in Rom. Und jetzt? Was willst du? Hä? Der steht so aggressiv da. Ja, egal. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Würde mich mal interessieren, wie sie heißt. Also was für eine Göttin sie darstellt. Okay. Okay. Ich brauchte Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn. Damokles? Ich komme wegen des Turniers.
Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Eigentlich wollte ich ja jetzt auch werden. Eine fantastische Hinrichtung! Wieso kommt da schon wieder einer? Da machen wir ja. Sobald der nächste Speicher kommt. Das ist unerwartet. Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer. Bravo! Das wird ja immer besser. Zum nächsten Akt. Ein wahrer Held der Arena aus dem fernen Bataillon. Justinius! Pass auf dich auf, Permanent. Weiter. Oh, das war nicht nett. Begrüßen wir zwei Streicher, Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Machen wir es dir aber nicht zu leicht, Damokles. Zeit für die Aufspießer! Yeah.
Können wir bitte das speichern? Spaß brillant! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du auch. So viel Stress. So. Was aber cool ist, also solche Mechaniken, also so Aufzüge und so weiter, gab es wirklich damals. Ups. Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feindschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Blut. So viel Blut. Graue Berge lasten auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles. Damokles. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten. Wieso hat er dann gerade das Blut in der Schüssel? Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung.
Danke, dass du es allen erklärt hast. Gut. Die Frage ist, warum hat er das Blut jetzt aufgefangen und dann wieder einfach weggelassen, weggeschmissen? The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies.